Teil 5 13 Wochen später Die Entscheidung Kapitel 22 In unserem neuen Viertel kann ich meinen Eltern einfach sagen: Ich gehe eine Runde spazieren und losziehen. Gerade hat Miss Offra angerufen und meinte, das geschworenen Gericht würde seine Entscheidung in wenigen Stunden bekannt geben. Sie behauptet zwar, nur die Geschworenen würden diese schon kennen, aber mich überkommt das deprimierende Gefühl, sie auch schon zu kennen, denn so wird immer entschieden. Ich vergrabe die Hände in den Taschen meines ärmellosen Hoodies. Kinder auf Fahrrädern und Rollern rasen an mir vorbei und fahren mich fast über den Haufen. Ich bezweifle, dass Sie sich Sorgen über die Entscheidung machen. Sie beeilen sich nicht, nach Hause zu kommen, wie das die Kids zu Hause wahrscheinlich jetzt schon machen. Zu Hause. Wir sind letztes Wochenende in unser neues Haus eingezogen. Fünf Tage später fühlt es sich hier immer noch nicht wie zu Hause an. Das könnte an den vielen unausgepackten Kartons liegen oder an den Straßennamen, die mir fremd sind. Außerdem ist es fast zu still. Kein Fody Owens mit seinem quietschenden Einkaufswagen oder Miss Pearl, die einen Gruß über die Straße ruft. Ich brauche Normalität. Deshalb schreibe ich Chris eine Nachricht. Zehn Minuten später holt er mich im Mercedes seines Vaters ab. Die Bryants sind die einzigen in ihrer Straße, die neben ihrem Haus noch ein separates für den Butler haben. Mr. Bryant besitzt acht Autos, die meisten davon Oldtimer, und eine Garage, in der sie alle Platz haben. Chris parkt in einer von zwei Lücken. Sind deine Eltern weg? frage ich. Ja, kinderfreier Abend im Country Club. Chris Haus sieht größtenteils zu elegant aus, um darin zu wohnen. Statuen, Ölgemälde, Kronleuchter. Eher ein Museum als ein Zuhause. Chris Sweet im zweiten Stock wirkt schon normaler. In seinem Zimmer steht eine Ledercouch, auf der Klamotten verstreut liegen. Direkt davor steht ein Flachbildschirmfernseher und Zeug zum Videospielen. Der Fußboden ist gestrichen wie ein halbes Basketballfeld. Und er kann richtig spielen, weil an der Wand ein echter Korb hängt. Sein California King-Size-Bett ist gemacht. Ein seltener Anblick. Bevor ich ihn kannte, wusste ich gar nicht, dass es überhaupt größere Betten als King-Size gibt. Ich schlüpfe aus meinem Timberlands, schnappe mir die Fernbedienung vom Nachttisch und schalte den Fernseher ein, während ich mich aufs Bett fallen lasse. Chris setzt sich an den Schreibtisch, wo Drumpad, Keyboard und Plattenteller an einen Mac angeschlossen sind. Hör dir das mal an, sagt er und spielt ein Stück. Ich stütze mich auf die Ellenbogen und nicke im Takt mit dem Kopf. Es klingt ein bisschen oldschool, wie etwas, das Dre und Snoop in alten Zeiten gemacht haben könnten. Hübsch! Danke. Wobei ich denke, ich muss doch noch ein bisschen was von dem Bass wegnehmen. Er wendet sich ab und macht sich an die Arbeit. Ich zupfe an einem losen Faden seiner Tagesdecke. Glaubst du, dass sie ihn anklagen werden? Glaubst du es? Nein. Chris dreht sich wieder zu mir, meine Augen werden feucht, und ich lege mich auf die Seite. Er klettert neben mich, sodass wir einander ansehen. Chris drückt seine Stirn an meine. Tut mir leid. Du hast doch nichts getan. Aber ich habe das Gefühl, ich müsste mich im Namen aller Weißen entschuldigen. Musst du nicht? Will ich aber. Wie ich so auf seinem California King Size-Bett in seiner Suite in diesem gigantischen Haus liege, wird mir die Wahrheit bewusst. Ich meine, sie war zwar schon die ganze Zeit über da, aber in diesem Moment blinken auch noch Lichter rundherum. Wir sollten nicht zusammen sein, sage ich. Warum nicht? Unser altes Haus in Garden Heights würde in euer Haus passen. Na und? Mein Dad war ein Gangbanger. Mein Dad ist spielsüchtig. Ich bin in einer Sozialsiedlung aufgewachsen. Ich bin auch mit einem Dach über dem Kopf aufgewachsen. Ich seufze und will mich von ihm wegdrehen. Er hält mich aber an der Schulter fest. Red dir sowas nicht ein, Star. Ist dir schon mal aufgefallen, wie die Leute uns ansehen? Was für Leute? Leute eben, sage ich. Sie brauchen einen Moment, bis sie kapieren, dass wir zusammen sind. Wen kümmert das schon? Mich? Warum? Weil du mit Haley zusammen sein solltest. Er zuckt zurück. Warum zum Teufel sollte ich nicht unbedingt mit Haley, aber du weißt schon, blond, reich, weiß. Ich bevorzuge wunderschön, erstaunlich, Star. Er kapiert es nicht, aber ich will auch nicht weiter drüber reden. Ich will mich so von ihm ablenken lassen, dass die Entscheidung der Grand Jury gar nicht mehr existiert. Ich küsse seine Lippen, die schon immer perfekt waren und es immer sein werden. Er erwidert den Kuss und bald knutschen wir, als wäre es das Einzige, was wir wirklich können. Es reicht noch nicht. Meine Hände wandern tiefer als seine Brust und da schwillt etwas an. Ich versuche, den Reißverschluss seiner Jeans aufzumachen. Er packt meine Hand. Wow, was machst du? Was glaubst du denn? Seine Augen suchen meine. Star, ich will ja wirklich. Das weiß ich und es ist die perfekte Gelegenheit. Ich küsse ihn auf den Hals. Immer einen Kuss auf eine dieser perfekt platzierten Sommersprossen. Außer uns ist keiner da. Aber es geht nicht, sagt er mit gepresster Stimme. So nicht. Warum nicht? Dabei schiebe ich meine Hand in seine Hose in Richtung der Wölbung. Weil du gerade in keiner guten Verfassung bist. Ich höre auf. Er sieht mich an und ich ihn. Vor meinen Augen verschwimmt alles. Chris legt die Arme um mich und zieht mich enger an sich. Ich presse mein Gesicht gegen sein Shirt. Es riecht wie die perfekte Mischung aus Seife und Old Spice. Sein Herzschlag ist besser als jeder Beat, den er je gespielt hat. Mein Normal aus Fleisch und Blut. Chris legt sein Kinn auf meinen Scheitel. Star. Und dann lässt er mich so viel weinen, wie ich weinen muss. Mein Telefon vibriert an meinem Oberschenkel und weckt mich damit. In Chris Zimmer ist es schon fast stockdunkel, nur durchs Fenster fällt ein bisschen Licht vom rot gefärbten Abendhimmel. Er schläft tief und hält mich dabei im Arm, als würde er immer so schlafen. Mein Telefon vibriert wieder. Ich befreie mich aus Chris Armen und krabble ans Fußende des Bettes. Dort fische ich das Handy aus meiner Tasche. Auf dem Display leuchtet Sevens Gesicht. Ich bemühe mich, nicht zu schläfrig zu klingen. Hallo? Wo zum Teufel steckst du? Schnauzt Seven mich an. Wurde die Entscheidung bekannt gegeben? Nein, beantworte meine Frage. Bei Chris zu Hause. Seven zieht geräuschvoll die Luft ein. Ich will es gar nicht wissen. Ist Devante auch da? Nein, warum? Onkel Carlos sagt, er sei vor einer Weile weggegangen. Seither hat ihn keiner gesehen. Mein Magen zieht sich zusammen. Was? Ja, und wenn du nicht mit deinem Boyfriend rumgemacht hättest, wüsstest du Bescheid. »Willst du mir jetzt auch noch ein schlechtes Gewissen machen?« Er seufzt. »Ich weiß, dass du im Moment viel durchmachst, aber verdammt, Star! Du kannst doch nicht einfach so von hier verschwinden. Ma ist unterwegs, um dich zu suchen. Sie ist krank vor Sorge und Paps musste weg, um den Laden zu bewachen, falls... Du weißt schon.« Ich krabble zurück zu Chris und rüttle an seiner Schulter. »Komm uns holen,« sage ich gleichzeitig zu Seven. »Wir helfen dir, Devante zu suchen.« Rasch schicke ich Mama noch eine Nachricht, damit sie weiß, wo ich bin, wo ich hin will und dass ich okay bin. Um sie anzurufen, fehlt mir der Mut. Damit sie auf mich losgeht? Nope. Nein, danke. Seven ist gerade am Telefon, als er in die Einfahrt biegt. Seinem Gesicht nach zu urteilen, muss jemand tot sein. Ich reiße die Beifahrertür auf. Was ist passiert? Kenya, beruhig dich, sagt er gerade. Was war los? Seven hört ihr zu und sieht immer entsetzter aus. Dann, meint er unvermittelt, ich bin schon unterwegs und wirft das Telefon auf den Rücksitz. Es ist Devontae. Hey, warte! Ich halte die Tür noch fest, während er den Motor schon wieder anlässt. Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Chris, bring's da nach Hause. Wir sollen dich allein nach Golden Heights fahren lassen? Aber Taten sagen mehr als Worte, also steige ich einfach auf den Beifahrersitz. Ich komme auch mit, sagt Chris. Ich klappe meinen Sitz so weit nach vorn, dass er hinten einsteigen kann. Glücklicher oder unglücklicherweise hat Seven keine Zeit zum Diskutieren. So fahren wir los. Seven schafft die etwa 45-minütige Strecke nach Garden Heights in einer halben Stunde. Die ganze Fahrt über feilsche ich mit Gott, dass Devontae nichts passiert ist. Als wir vom Freeway abbiegen, ist die Sonne untergegangen. Am liebsten würde ich Seven sagen, er soll umdrehen. Es ist das erste Mal, dass Chris in mein Viertel mitkommt. Aber ich muss ihm einfach vertrauen. Er will einbezogen werden, und mehr davon als das hier geht kaum. Bei den Sozialbauten von Cedar Grove stehen Graffiti an den Mauern und kaputte Autos vor den Gebäuden. Unter dem Wandbild von Black Jesus an der Klinik wächst Gras aus den Rissen im Gehsteig. Überall liegt Müll im Rinnstein. An einer Ecke zanken sich zwei Junkies lautstark. Eine Menge Rostlauben, die längst auf den Autofriedhof gehören, kurven durch die Gegend. Die Häuser sind alt und klein. Was auch immer Chris sich denkt, er behält es für sich. Seven parkt vor Aishas Haus. Die Farbe blättert ab und vor den Fenstern hängen statt Jalousien oder Vorhängen Bettlaken. Im Garten stehen Aishas pinkfarbener und Kings grauer BMW in L-Form geparkt. Das Gras ist durch die dort schon seit Jahren abgestellten Autos komplett verschwunden. In der Einfahrt und an der Straße stehen weitere graue Wägen mit passenden Felgen. Seven macht den Motor aus. Kenya hat gesagt, sie wären alle im Garten hinterm Haus. Mir sollte da nichts passieren. Ihr beide bleibt hier. In Anbetracht der vielen Autos dürften das ungefähr 50 King Lords gegen einen Seven sein. Mir ist egal, ob King sauer auf mich ist. Ich werde meinen Bruder da nicht alleine reingehen lassen. Ich komme mit! Nein! Ich hab gesagt, ich komme mit! Star, ich hab jetzt keine Zeit für. Ich verschränke die Arme. Versuch mal, mich davon abzuhalten! Das kann und wird er nicht tun. Seven seufzt. Na schön. Chris, bleib du da. Nein verdammt, ich bleibe doch nicht allein hier draußen. Also steigen wir alle aus. Aus dem Garten dringt Musik, aber auch Geschrei und Gelächter. An der Stromleitung vor dem Haus baumeln graue, knöchelhohe Turnschuhe. Für jeden, der den Code kennt, heißt das, dass hier Drogen vertickt werden. Seven nimmt immer zwei Stufen auf einmal und reißt die Haustür auf. Kenya! Verglichen mit draußen sieht es drinnen aus wie in einem Fünf-Sterne-Hotel. Im Wohnzimmer hängt sogar ein verdammter Kronleuchter und die Ledergarnitur sieht nagelneu aus. Ein Flachbildschirm nimmt eine ganze Wand ein und in einem Aquarium an der gegenüberliegenden Wand schwimmen tropische Fische. Es ist die Definition von Ghetto-Reich. Kenya! ruft Seven wieder und läuft den Flur entlang. Von der Haustür aus kann ich durch die Hintertür schauen. Eine ganze Truppe von Kinglords tanzt im Garten mit ein paar Frauen. In der Mitte sitzt King in einem Sessel mit hoher Lehne, seinem Thron und pafft eine Zigarre. Aisha hockt mit einem Becher in der Hand auf einer der Lehnen und wippt im Takt mit den Schultern. Da das Fliegengitter dunkel ist, kann man zwar nach draußen, aber wahrscheinlich von draußen nicht hereinsehen. Jetzt steckt Kenya den Kopf aus einem der Schlafzimmer auf den Flur. Wir sind hier! Devonte liegt zusammengekrümmt vor einem King-Size-Bett auf dem Boden. Der weiße, hochflorige Teppich ist voller Blut, das ihm aus Nase und Mund läuft. Neben ihm liegt ein Handtuch, aber er rührt es nicht an. An einem Auge hat er ein Pfeilchen. Stöhnend hält er sich die Seite. Seven sieht Chris an. Hilf ihm, mir hochzukriegen! Chris ist blass geworden. Vielleicht sollten wir lieber einen Krankenwagen. Chris, Alter, mach schon. Chris nähert sich zögernd. Dann richten sie Devante so auf, dass er sich sitzend ans Bett lehnt. Seine Nase ist blau und geschwollen. An der Oberlippe hat er einen üblen Riss. Chris reicht ihm das Handtuch. Junge, was ist denn passiert? Ich bin in Kings Faust gelaufen. Alter, was denkst du denn? Die haben mir aufgelauert. Ich konnte sie nicht dran hindern, sagt Kenya und klingt so, als hätte sie geweint. Es tut mir so leid, Devonte. Der Scheiß ist doch nicht deine Schuld, Kenya, sagt Devonte. Bist du okay? Sie schnieft und wischt mit dem Ärmel über ihre Nase. Ich bin okay, er hat mich nur geschubst. Sevens Augen blitzen. Wer hat dich geschubst? Sie hat versucht, ihn davon abzuhalten, mich zusammenzuschlagen, sagt Devonte. King wurde sauer und hat sie. Seven marschiert schon zur Tür. Ich kriege seinen Arm zu fassen und stemme die Fersen in den Teppich, um ihn zurückzuhalten, aber er zieht mich nur mit sich. Kenya hängt sich an seinen anderen Arm. In diesem Moment ist er unser Bruder, nicht nur meiner oder ihrer. Nein, Seven! sage ich. Er versucht sich loszumachen, aber mein und Kenyas Griffe sind stahlhart. Wenn du da jetzt rausgehst, bist du tot! Sein Kiefer ist vorgeschoben, seine Schultern sind angespannt. Aus schmalen Augen starrt er auf die Türschwelle. Lasst mich los! Seven, ich bin okay, glaub mir, sagt Kenya. Aber Star hat recht, wir müssen Devonte fortschaffen, bevor sie ihn umbringen. Die warten doch nur darauf, bis es richtig dunkel ist. Er hat dich angefasst, knurrt Seven. Ich habe gesagt, ich würde das nicht nochmal geschehen lassen. Das wissen wir, sage ich, aber bitte, geh da nicht raus. Ich hasse es, ihn aufzuhalten, denn mir wäre nichts lieber, als dass sich jemand King mal so richtig vornimmt, aber nicht Seven. Das ist verdammt nochmal ausgeschlossen. Ich kann ihn nicht auch noch verlieren, dann würde ich nie mehr normal. Er reißt sich von uns los, und der Stich, den mir diese Geste normalerweise versetzen würde, kommt nicht. Ich verstehe seinen Frust, als wäre es mein eigener. Da quietscht die Hintertür und schlägt wieder zu. Shit. Wir erstarren. Stampfende Schritte kommen näher. Dann erscheint Aisha in der Tür. Keiner sagt ein Wort. Sie starrt uns an und nippt an einem roten Plastikbecher. Ein Lächeln umspielt ihre Lippen und sie lässt sich reichlich Zeit, bevor sie etwas sagt, als würde sie unsere Furcht genießen. Einen Eiswürfel kauend. Sieht sie Chris an und meint, »Wer hey, ist denn dieser White Boy, den ihr da einfach in mein Haus geschleppt habt?« Sie grinst und sieht mich an. »Ich wette, der gehört dir, was? Sowas passiert eben, wenn man auf eine Schule der Weißen geht.« Sie lehnt sich gegen den Türrahmen und ihre goldenen Armreifen klirren, als sie den Becher wieder an die Lippen hebt. Ich hätte ja Geld dafür bezahlt, um Mavericks Gesicht zu sehen, als du den mit nach Hause gebracht hast. Shit, es wundert mich richtig, dass Seven eine schwarze Freundin hat. Die Erwähnung seines Namens reißt Seven aus der Trance. Kannst du uns helfen? Euch helfen? fragt sie lachend zurück. Womit? Mit Devante? Sehe ich etwa so aus, als wollte ich ihm helfen? Mama. Jetzt bin ich wieder Mama, sagt sie. Was ist denn mit dem Aisha-Scheiß von letztens? Hä? Seven? Weißt du, Baby, du kapierst einfach nicht, wie das Spiel funktioniert. Lass dir das mal von Mama erklären, ja? Als Devonte King bestohlen hat, da hat er sich eine Tracht Prügel verdient und die hat er bekommen. Jeder, der ihm hilft, verdient das Gleiche und damit sollte er dann besser auch klarkommen. Sie sieht mich an. Und das gilt auch für Verräter. Alles, was sie tun müsste, ist laut nach King rufen. Ihr Blick geht rasch zur Hintertür. Musik und Gelächter erschallen. Ich sage euch mal was, meint sie, wieder an uns gewandt. Ihr schafft jetzt besser, diesen armseligen Devonte aus meinem Schlafzimmer. Blut auf meinem Teppich und solcher Scheiß. Und ihr wagt es auch noch, eins von meinen verdammten Handtüchern zu nehmen? Also schafft ihn und diese Verräterin aus meinem Haus. Seven sagt, was? Bist du auch noch taub oder was? sagt sie. Ich hab gesagt, schaff sie aus meinem Haus und nimm deine Schwestern gleich mit. Warum soll ich die denn mitnehmen? fragt Seven. Weil ich es sage. Bring sie zu deiner Grandma oder sonst wohin. Mir egal. Schaff sie mir aus den Augen. Ich versuche hier meine Party zu feiern. Scheiße nochmal. Als keiner von uns sich rührt, sagt sie: Verschwindet! Ich hole Lyric, sagt Kenya und geht. Chris und Seven nehmen Devonte bei den Händen und ziehen ihn hoch. Er zuckt zusammen und flucht. Nachdem er auf den Füßen ist, beugt er sich vor und hält sich die Seite. Ganz langsam richtet er sich auf und atmet wieder gleichmäßig. Er nickt. Bin okay, es tut nur weh. Behalt euch! sagt Aisha. Verdammt, ich will euch alle nicht mehr sehen müssen! Sevens Blick drückt aus, was er nicht sagt. Devonte besteht darauf, alleine gehen zu können, aber Seven und Chris bringen ihn trotzdem dazu, sich auf ihre Schultern zu stützen. Kenya ist mit Lyric auf dem Arm schon an der Haustür. Ich halte den anderen die Tür auf und schaue nach hinten in den Garten. Shit, King erhebt sich gerade von seinem Thron. Aisha verlässt das Haus durch die Hintertür und beugt sich dicht über ihn, bevor er ganz aufstehen kann. Sie fasst ihn bei den Schultern und drückt ihn wieder zurück. Während sie ihm etwas ins Ohr flüstert, da grinst er und lehnt sich zurück. Sie dreht ihm den Rücken zu, so daß er den Anblick kriegt, den er will, und fängt an zu tanzen. Er klatscht ihr auf den Hintern. Sie schaut in meine Richtung. Ich bezweifle, dass sie mich sehen kann, aber ich gehöre wohl sowieso nicht zu den Leuten, die sie sehen will. Die anderen sind inzwischen beim Wagen. Plötzlich kapiere ich es. Star, komm schon! ruft Seven. Ich springe die Veranda hinunter. Seven hat den Sitz vorgeklappt, damit ich und Chris hinten zu seinen Schwestern einsteigen können. Dann fährt er los. Wir müssen dich ins Krankenhaus bringen, Vonté, sagt er. Devonté presst sich das Handtuch an die Nase und schaut dann auf die Blutflecken darauf. Das wird schon wieder, sagt er, als hätte dieser Anblick ihm verraten, was ein Arzt nicht sehen kann. Wir hatten Glück, dass Aisha uns geholfen hat, Alter, aber echt! Seven schnaubt. Sie hat uns nicht geholfen. Da könnte einer verbluten, und sie würde sich nur um ihren Teppich und ihre Party sorgen machen. Mein Bruder ist klug, so klug, dass er dumm ist. Seine Mama hat ihn so verletzt, dass er blind dafür ist, wenn sie auch mal etwas richtig macht. Seven, sie hat uns geholfen, sage ich. Überleg doch mal. Warum hat sie dir wohl gesagt, du sollst deine Schwestern auch mitnehmen? Weil sie sich um nichts kümmern wollte, wie immer. Nein, sie weiß, dass King explodieren wird, wenn er merkt, dass Devante weg ist. Erkläre ich. Wenn Kenya nicht da ist und Lyric auch nicht, an wem glaubst du, wird er es auslassen? Erst sagt er nichts, dann shit. Das Auto bremst abrupt, so dass wir erst alle nach vorn fallen und dann zur Seite, weil Seven einen großen U-Turn macht. Er gibt Vollgas und die Häuser am Straßenrand verschwimmen. Seven, nein! ruft Kenya. Wir können nicht nochmal zurück. Ich muss sie beschützen. Nein, musst du nicht, sage ich. Sie wollte dich beschützen und genau das versucht sie gerade. Das Auto wird langsamer. Ein paar Häuser vor Aisha's bleibt es ganz stehen. Wenn er, Seven schluckt, wenn sie, er wird sie umbringen. Wird er nicht, sagt Kenya. Sie kriegt das schon so lange hin. Lass sie es regeln, Seven. Als wir alle schweigen, hört man aus dem Radio einen Song von Tupac. Er rappt darüber, dass wir etwas verändern müssen. Khalil hatte recht. Pack hat uns immer noch was zu sagen. Na gut, sagt Seven und wendet wieder um 180 Grad. Na gut. Der Song verklingt. This is the hottest station in the nation. Hot 105, sagt der DJ. Falls ihr gerade erst eingeschaltet habt, das Geschworenengericht hat entschieden, Officer Brian Cruz Jr. wegen des Todes von Khalil Harris nicht anzuklagen. Unsere Gedanken und Gebete sind bei der Familie Harris. Passt auf euch auf, ihr alle da draußen.